Hi, hier ist wieder eure Julia und heute machen wir in der Edeka-Küche eine wärmende vegane Süßkartoffelsuppe. Dafür bereiten wir zunächst das saisonale Gemüse vor, rösten dann Kichererbsen und Graubrotwürfel an und garnieren die Suppe am Schluss mit einem Swirl aus veganem Creme Fraiche. Los geht's! Für unsere Suppe starte ich mit dem Gemüse und zwar habe ich dafür Karotten, Stangensellerie und Zwiebel. Alles zusammen nennt man das Suppengrün und das gibt immer richtig Geschmack in die Suppe. Die Enden mache ich immer einmal ab. Schälen werde ich die Karotte nicht, die ist gewaschen und für eine Suppe geht das super mit Schale. Und geschnitten muss die auch jetzt gar nicht so wahnsinnig klein werden, denn die Suppe wird am Schluss ohnehin püriert. Beim Stangensellerie schneide ich auch das Stück am Schluss ein bisschen ab und den Rest schneide ich einfach in grobe Stücke. Und das sind übrigens zwei Stangensellerie. Und die Zwiebel wird auch gepellt und dann in grobe Stücke geschnitten. Ich habe euch das ganze Rezept aber auch noch mal hier oben in der Infocard verlinkt. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, abonniert unbedingt den Kanal. Ich stelle mir jetzt einen großen Topf an und gebe ungefähr 4 Esslöffel Olivenöl rein. Und darin wird das Gemüse jetzt einmal angebraten. Das muss jetzt für ungefähr 3 Minuten scharf anbraten. Und in der Zwischenzeit schäle ich mir schon mal die Süßkartoffeln und schneide die auch in grobe Stücke. Das müssen übrigens ungefähr 500 Gramm sein, also in meinem Fall 2 Kartoffeln. Aber es kommt da jetzt auch nicht auf ein Gramm an. Das Rezept funktioniert übrigens auch super, wenn ihr statt Süßkartoffeln normale Kartoffeln nehmt. Und mit Kürbis funktioniert es auch. Zum Ablöschen gieße ich mir jetzt 500 ml Gemüsebrühe an. Dafür gebe ich jetzt einen gut gehäuften Teelöffel in 500 ml Wasser. Und das kommt jetzt auf das Gemüse. Das Ganze darf jetzt für ungefähr 20 Minuten mit Deckel bei mittlerer Hitze vor sich hin kochen. Übrigens, wer Lust hat auf noch so ein bisschen eine schärfere Note, der kann jetzt gut ein bisschen gewürfelten Ingwer dazugeben. Während das Gemüse vor sich hin köchelt, kann ich mich schon mal um das Topping kümmern. Da kann man ja total kreativ sein bei so einer Süßkartoffelsuppe. Zum Beispiel Granatapfelkerne, Saaten, Körner, Nüsse. Ich mag am liebsten angeröstete Kichererbsen und Croutons. Von den Kichererbsen brauche ich eine mittlere Dose. Ich habe die jetzt auch einmal mit Wasser abgespült. Als nächstes schneide ich mir 2 Scheiben Graubrot in Würfel. Außerdem passt Petersilie super zu der Suppe. Dann nehme ich ein halbes Bund und hack mir das einmal. Manche nehmen ja nur die Blätter und nicht die Stängel. Ich finde, in dem Stängel ist total viel Geschmack und es ist ja auch blöd, das wegzuschmeißen. Deswegen schneide ich das auch mit klein. Die Kichererbsen werden jetzt einmal kross angebraten und dafür gebe ich ungefähr 4 Esslöffel Olivenöl in eine große Pfanne. Jetzt am Anfang könnt ihr ruhig hohe Hitze nehmen, damit es einmal scharf anbrät. Und dann für ungefähr 10 Minuten bei mittlerer Hitze kross garen. Kichererbsen heißen übrigens nicht so, weil sie kichern, sondern das stammt von dem lateinischen Wort für die Pflanze ab, Ziza. Ziza, Kicher. Merkt ihr was? Und was macht ihr eigentlich gerne mit Kichererbsen? Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Schreibt mir das gerne einmal unten in die Kommentare. Die Kichererbsen werden jetzt einmal gewürzt und zwar mit Salz und Cayennepfeffer. Das gibt nämlich auch noch eine schöne Farbe. So sehen die dann ungefähr nach 10 Minuten aus. Schön kross und crunchy. Ich gebe die Kichererbsen jetzt in eine Schale, denn die Pfanne verwenden wir jetzt gleich für die Croutons nochmal. Und für das Graubrot gebe ich jetzt auch ungefähr 4 Esslöffel Olivenöl in die Pfanne. Und das wird jetzt auch einmal scharf angebraten. Und weil Croutons viel besser schmecken, wenn man da Salz dran macht, machen wir das jetzt. Und wenn die schön kross sind, kommen die auch beiseite in eine Schüssel. Jetzt, wo die Toppings soweit vorbereitet sind, kann ich mich wieder um die Suppe kümmern. Das Gemüse ist jetzt gar gekocht und wird jetzt püriert. Wenn ihr jetzt beim Pürieren merkt, dass das noch ein bisschen zu breiig ist, gebt ihr einfach noch einen Schuss Brühe dazu. So soll die Konsistenz sein. Cremig, nicht zu breiig. Die Suppe wird jetzt aber noch mal richtig verfeinert. Und zwar einmal mit 200 Gramm veganer Sahne und dem Saft einer Orange. Da kann jetzt gut noch ein bisschen Salz und Pfeffer dazu. Und jetzt nehme ich 100 Gramm vegane Creme Fraiche und mache mir meinen Swirl. Und jetzt kommen die anderen Toppings da drauf. Die Croutons und die Kichererbsen, die Petersilie und ich gebe immer gerne noch ein bisschen frischen Pfeffer drüber. Und so hübsch ist unsere Süßkartoffelsuppe jetzt geworden. Ich probiere mal, wie sie schmeckt. Mmh. Also diese Süßkartoffelsuppe ist so eine richtige Wohlfühlsuppe. Die schmeckt so ein bisschen cremig, süßlich, ein bisschen scharf von Cayenne. Eigentlich perfekt für so einen verregneten Herbsttag. Probiert es unbedingt mal aus. Und wenn ihr noch Lust habt auf mehr leckere Rezepte, habe ich euch hier 2 verlinkt. Und wie immer würde ich mich total freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.